So, hi, herzlich willkommen zurück bei, ja, bla bla bla, Diablo Gaming TV. Weiter geht's mit Let's Play Mass Effect 3. Wir sind wieder zurück auf der Normandie. Und das da ist, glaube ich, von Mr. Shepard ein Albtraum. So, jetzt dem Jungen hinterherlaufen. Liara, kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden, aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Ich weiß. Sind Sie in Ordnung? Ich will nicht drüber reden, das klingt mir ein bisschen zu heftig und es ging mir schon besser. Naja, weil's Liara ist. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Das große Ganze oder nur das Erdbezogene? Das große Ganze. Die Reaper sind jetzt hier. Und der Rat, die anderen Spezies, sind nur an ihrer eigenen Zukunft interessiert. Wie viele Zivilisten sterben, während sie auf unseren ersten Zug warten? Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Sie werden es merken. Sie müssen. Commander Shepard, ich bin Spezialistin. Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Ich wollte gerade gehen. Commander? Hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Oh, mal ganz formell. Die Normandy muss funktionieren. Was haben Sie mit meinem Schiff gemacht? Wir haben die Kommunikation aktualisiert und die meiste Cerberus-Tech entfernt. Das heißt? Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Das ist keine Option mehr. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie.
Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Edi ist eine KI, volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Jeff meinte, ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edi. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff, nur jetzt mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Naja, machen wir mal auf Sozial. Wir haben Ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das Ganze zu untermauern. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen. Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Das müssen wir schaffen. Sie können darauf zählen, Sir. Nicht nur ich, alle, die noch auf der Erde sind. Anderson und der Rest der Allianztruppen müssen durchhalten, bis wir den Feind angreifen können. Ich verstehe, Admiral. Gut, dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Hackett, Ende. So. Was tun? Ja, machen wir eine kleine Normandie-Tour, also Einsatzzentrale. Hier läuft meistens das ab, wenn ihr mit irgendwelchen von anderen Rassen was zu tun habt und halt, ja, beschwätzen müsst, was gemacht wird. Dann halt hier noch die Kriegskonsole, wo ihr praktisch sehen könnt, wie groß jetzt die Anteile von den jeweiligen Parteien sind und was die Gesamtmasse angibt. So, mal zweiter. Hier der Besprechungsraum. Mensch, das hätten wir aber abheften können. Ei. Na, weiter geht's. Hier so Sicherheitskontrole mit den 200 Ladies. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen. So. Da Commander, jetzt, glaub ich, mit die der Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Nee. Admiral Hackett möchte das jetzt näher untersuchen. Ja, da könnt ihr im Prinzip eure E-Mails durchlesen. Was ich eben eigentlich empfehlen kann, weil da ist öfters mal was Nützliches mit dabei. Gerade zum Moment, wenn ihr zum Beispiel mal Ashley irgendwie unterstützen wollt, kriegt ihr da E-Mails, wenn ihr mal wieder vorbeigucken sollt. Und hier so Grundtaktik-Tipps und sowas fand ich eigentlich nicht sonderlich
hilfreich, aber geht. Ja, das ist die Madame von vorhin, die Trainer. Kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr euer Glück bei ihr probieren wollt, nur mit einem weiblichen Charakter, weil die ist nämlich lesbisch. Ja, habe ich schon probiert. Wenn ihr es auch probieren wollt, macht euch auf eine tierigste Abfolge gefasst. So, dann gehen wir mal noch zu meinem Lieblingsmann, Joker. Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Sie haben die Bedrohung jahrelang verleugnet. Glauben Sie, dass Sie jetzt bereit sind? Ich hatte gehofft, die Vorbereitungen verliefen im Geheimen. Man hätte Sie nicht informiert, wegen Cerberus. Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Mitten im Gespräch auflegen, oh Mann. Ja, und rundum halt auch Kontrollzentrale, Schiffsinformationszentrum, wie man es nennen will. Captain's Kabine, ja, kann man sich auch mal angucken. So, da sind wir auch schon vor der Tür. Und rein geht's. Ja, bei euch wird es dermaßen aussehen, dass hier wahrscheinlich gar nichts drin ist. Also da könnt ihr so nach und nach Fische kaufen, Quallen, Koi. Ja, hier könnt ihr sie noch füttern. Dafür könnt ihr aber auch, ich glaube für 27.000 Credits oder so, könnt ihr einen automatischen Fischfütter-Automat kaufen, der irgendwie auch pH-Werten sowas einstellen würde. Wie auch immer. Schiffsmodelle. Verschiedenste Art. Manche könnt ihr kaufen, manche könnt ihr finden. Also ich glaube, ich habe bisher noch kein einziges gekauft. Privates Terminal. Da könnt ihr im Prinzip ja, dasselbige wie unten machen. Halt davon abgesehen, dass da auch noch Gruppenauswahl ist. Und manchmal könnt ihr da auch hingehen. Und dann kommen halt so spezielle Story-Parts. Zum Beispiel am Schluss, wenn es gut läuft, wenn wirklich alles gut läuft und wir kriegen was mit Liara gebacken, dann dürft man da praktisch hingehen, kurz vorm letzten Kampf. Und dann dürft man ein heißes Nimmerchen mit Liara schieben dürfen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. 100 Pro, dass da wieder irgendeinen Haken gibt. Ich warte eigentlich drauf. Das ist was ich nur auf PC-Version ist. Dass es auf einmal schlagartig durch den Patch zensiert ist. Oder dass es irgendwie durch irgendwelche dämlichen Gründe überhaupt nicht geht. Merkt, bei sowas gerade bin ich sehr skeptisch. Aber wenn es geht, ist die Freude umso größer. So. Ja, das hier, ich weiß nicht, ob das Crew ist oder eine Gedenktafel für Gefallene. Vielleicht hat man das ja in den vorigen Teilen erfahren. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Hier. So ein Quartier. Relativ schnieke. Lounge. Mehr oder weniger. Damenklo. Männerklo. Kann man gar nicht so reingehen, ja. Das war ein Raum, mit dem ich beim besten Willen nichts anfangen kann. Also ich glaube, hier war noch nie irgendwas zu tun. War im Prinzip auch Lounge, wenn man es so sehen will. So, weiter geht's. Ah, Besprechungsbereich. Eigentlich alles so Privatkram. Dann die ewige Tür von Liara, die als eine halbe Stunde braucht, um aufzugehen. Aber halbwegs schnell.
Grüße, Commander Shepard. Oh, was sind Sie? Ich bin Glyph, ein VI-Assistent von Dr. Tissoni. Ich sortiere und katalogisiere Daten. Ich soll Sie auf ein Terminal aufmerksam machen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tissoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Der ist sowas von zuvorkommend, ey. Ich hatte ja gehofft, dieser neue Rat wäre ein wenig hilfsbereiter. Liara, was ist das alles? Nachdem Sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte. Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Sie haben die Informationen über das Proteanerlager auf dem Mars beschafft. Im Moment widme ich mich dem proteanischen Gerät. Wir müssen es verstehen, bevor wir es aktivieren. Ich stimme zu. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Ach doch. Immer einschleimen. Lieb sein, Shepard, lieb sein. Der Gedanke bedeutet mir viel. Danke. Keine Ursache. Und was ich noch sagen wollte, es tut gut, wieder da zu sein, Shepard. Ja? Ja. Da entwickelt sich da was, oder? Ja, gut. So. Jeder, der schon vor der Wand hier stand und sich gedacht hat, PS3 oder Xbox oder PC anschließen, gib bitte einen Kommentar unterm Video. Stellt euch das mal vor. Das wäre krank. Ja, sehr krank. Krank, aber im Sinne von geil. So, was gibt's hier? Wahrscheinlich schon nix. Ein Ladesymbol, das hätte ich gern. Ach scheiße, jetzt ist es weg. Eine neue Mitteilung ist auf dem privaten Nachrichtenterminal verfügbar. Ja, vielen Dank. Ja, hier geht's im Prinzip weiter, so ein bisschen, ja, Notfallbereich für Leute, die, was weiß ich, in der Schlacht verletzt wurden. Hier könnt ihr euch neue Fähigkeiten aneignen, die nach und nach erweitert werden. Und hier könnt ihr sie auch praktisch wieder verlernen, aber nicht nur ihr, sondern auch Gruppenmitglieder. In dem Fall halt im Moment nur Shepard, Liara und James, und das fühlt sich halt nach und nach mit den Personen. Das hier ist der Prozessorraum von Edi, also von eurem Schiff, wo praktisch der denkende Bereich ist, und das ist sind die Überreste von dem Roboter, den wir vorhin umgenietet haben. Ja, das hier sind, gehe ich mal von aus, so Schlafkapseln. Oh, Menü, alles nur Ein-Personen-Kapseln. Sesam, öffne dich. Ah, passt sogar. Ja. Das sind, glaube ich, die Zoro Hauptkanonen. Ja. Hauptgefechtsstand, ja. Du. Wasserspender, Hightech. Dann gehen wir jetzt mal... Ach, Maschinendeck. Nee, das ist langweilig. Maschinendeck, da könnt ihr im Prinzip nur den Kern sehen. Also müssen wir da so oder so noch hin, wenn... Wie heißt es? Tali? Das Männergehirn. Tali, glaube ich. Ja, wenn Tali dann da ist, weil die kümmert sich da drum. Und der eine Helfer will da dann auch irgendwelche Ersatzteile dann mal haben.
So, im Prinzip mein Lieblingsteil. Ihr könnt ja praktisch um... Na, hallo, hallo, hallo. Um eure Ausrüstung kümmern. Servus, Sturmpanzer. Ja, habt ihr im Prinzip die Schienen, was ihr kaufen könnt, was ihr selber habt. Da habe ich mal den gemacht. Seri Council. Was ist das? Den schon noch gar nicht. Kraftschaden, nee, danke. Waffenschaden, Kopfschussschaden. Nee, ich glaub, bei denen hatte ich immer so das Gefühl, die Waffe zieht hoch. Na komm, Schaden. Und die da, Waffenschaden plus 10, die hatte ich immer. Ziehmannschuhe, Schilde, Aufladetempo der Kräfte, Nahkampfschaden. Das könnte man, wenn es nicht so scheiße aussehen würde, eigentlich lassen. Aufladetempo der Kräfte. Im Prinzip ziehe ich es ja runter durch die Waffen, also wäre das eigentlich nicht schlecht. Lassen wir das mal. Beine, Munitionskapazität. Waffenschaden. Ja. Macht so einen fetten Hintern. Ha. Aber können wir lassen. Oder? Ja. Können wir lassen. Material. Also ich weiß nicht, irgendwie sollen das verschiedene Materialien sein, aber ich würde mir behaupten, das wird einfach nur dunkler. Achtung. Oder vielleicht Glanzoptik könnte auch sein. Muster. Will ich so rumlaufen wie das letzte Mal? Ja, will ich. Giftgrün. Erstmal so. Klar, Giftgrün. Das ist Negativfarbe. Was hatte ich denn da? Schwarz, ja. Als Farbe 2. Jetzt hier auf wie ein bunter Hund, ja. Das Blau machen die Lichter auch blau. Oh. Laufen wir mal wie ein bunter Hund rum. Freizeitkleidung sieht eigentlich alles schlecht aus, bis auf die 5, das geht. So, speichern, vielen Dank. Lieutenant Steve Cortez, Shuttle-Pilot. Ich habe Neuigkeiten über unsere Nachschubketten. Stellen Sie bequem. Sehr erfreut, Lieutenant. Was gibt's zu melden? Tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber ich habe mit meinen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Es ist immer so. Sie sollten sich entspannen, Esteban. Interessiert Sie das? Oder spricht da wieder nur das Cerveza? Also, was ist mit unseren Nachschubketten, Lieutenant? Die Nachschubketten der Allianz sind ein Chaos, aber die Wirtschaft der Citadel läuft noch. Ich habe die Citadel-Händler im Netzwerk. Sie können auswählen und einkaufen von dieser Konsole aus. Wenn ich ein Geschäft einbinde, sage ich Bescheid. Die Lieferung zur Normandy ist teurer, also sollten Sie nötige Vorräte lieber kaufen, wenn Sie vor Ort sind. Sie sind also mein Shuttle-Pilot und richten Nachschubketten ein? Ich wurde nicht als Pilot angeheuert. So etwas braucht man im Trockendock nicht. Ich habe die Nachrüstung des Frachterraums überwacht. Außerdem bin ich bestens vertraut mit der Bedienung und Wartung des UT-47 Kodiak und des M-44 Hammer. Bei meiner Erfahrung war es sinnvoll, nach dem Verlassen der Erde als Shuttle-Pilot zu arbeiten. Zumal Mr. Vega Kollisionen sehr zu schätzen scheint. Nur zur Rettung, Pendejo. Außerdem kümmere ich mich um die Logistik, damit Waffenkammer und Shuttle aufgefüllt und gewartet sind. Weitermachen. Weitermachen, aber nicht umbringen lassen. Ja, Commander. So, da will ich auch mal wieder sagen, ja, sind wir im Prinzip wieder am Ende einer Folge. Und ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Teil wieder. Bis dann, Leute.